Der Krimisurve besteht aus zwei Teilen. Einem großen ersten Teil. In dem großen ersten Teil, da erfährt man also relativ viel über die hiesige Zeugenszene, über die Zeugenherstellung auch ein bisschen und so weiter. Und natürlich die Krimihandlung. Und der zweite Teil, und auch das Waldabtal und Falkenberg und so ist alles ein bisschen beschrieben. Und im zweiten Teil erfährt man also einiges über innere Abgründe und über das, was einen Täter zum Täter und ein Opfer unter Umständen zum Opfer machen kann. Die Entdeckung. Die Frau Linde Frömmle, ihres Zeichens Trägerin neben vieler anderer Auszeichnungen, auch des Bayerischen Verdienstordens, Urgestein der christsozialen Regierungspartei und verdiente Vorsitzende des Krankenbesuchsvereins Misericordia, lag mausetot in ihrem Lieblingssommerkleid, dem Weißen mit den großen roten Blumen, inmitten ihres geliebten Salatbeets, in dessen Pflege sie immer so viel liebevolle Mühe gesteckt hatte. Die Salatköpfe, auf denen sie lag, waren durch ihr Gewicht plattgedrückt. Ihre toten Augen waren geöffnet, ihr gebrochener Blick schien noch immer etwas Verwundertes, Verblüfftes ausdrücken zu wollen. Wie, wenn sie nicht ganz glauben könnte, was mit ihr geschehen war. Neben ihr lag eine zerbrochene Bierflasche ohne Etikett, deren einzelne Bruchstücke blutverschmiert waren und Anhaftungen von Frau Lindes blondiertem Haar aufwiesen. Das also war, wie eine Aufschrift auf einer Trommel, die einer der Musikanten mit sich führte, entnehmen konnte, die weithin bekannte und ob ihres beißenden Humors berühmte und seit ihren Auftritten beim fränkischen Fasching in Veitshöchheim von den Franken gefürchtete Altmaierhauser Feuerwehrkapellen mit ihrem Leiter Norbert Neugierk. Hinter diesem Ensemble aus Musikkapelle und dem Schafferhof, dessen Ursprünge bis in das 13. Jahrhundert zurückreichen und der von seinem Besitzer-Ehepaar liebevoll restauriert worden war, ragte zwischen hohen Bäumen die Burgruine Neuhaus mit ihrem Rundturm, dem sogenannten Butterfassturm, in die Höhe. Wahrlich ein malerischer Anblick, wie Hauptkommissar Lederer neidlos anerkennen musste. Hier, auf dem Nachhauseweg, nur unweit der Zollwirtschaft, in einer offenen Garage auf der Motorhaube eines wildfremden PKW, von heftigen Trieben übermannt wild und Sex gehabt hatte. Dies wiederum war für die Motorhaube des nahezu neuen Wagens zu viel gewesen und sie wurde durch diese Aktion nicht unerheblich ramponiert. Die Affäre endete schließlich damit, dass der Vorfall vor Gutachtern und dem Hohen Gericht im Gerichtssaal auf einer Versuchsmotorhaube nachgespielt werden musste, da die Haftpflichtversicherung des Pärchens nicht geneigt war, die entstandenen Schäden an der völlig verbeulten Blechhaube des PKW als Verkehrsunfallschaden der besonderen Art anzuerkennen. Am darauf folgenden Tag hatte ein etwas kleinlauter Hauptkommissar Lederer auch noch Gerti Zimmermann kontaktiert, um Abbitte zu leisten, und bei dieser Gelegenheit